Das traditionelle Schneider-Bräuhaus im Münchner Tal. Auch hier sind die Preise gestiegen. Fürs Weißbier in den vergangenen 2 Jahren um über 10% auf 4,90 Euro. Den höheren Preis spüren die Kunden nicht nur hier. Wenige Meter entfernt kostet das Bier sogar schon über 6 Euro. Machen sich die Gastronomen die Taschen voll? Wenn ich heute in der teuersten Lage in der Innenstadt Essen und Getränke serviere, dann muss ich auch die Lage mit einpreisen. Dann muss ich auch das rechtfertigen können. Wenn ich heute mir aus dem Keller ein Bier hole, mit Eigenleistung sozusagen, dann ist das natürlich günstiger. Doch Lebensmittel und Getränke werden nicht nur in der Münchner Innenstadt teurer, sondern überall. Das spüren die Verbraucher. Generell überlegt man schon bei Ausgaben zweimal jetzt, ob man sie eigentlich macht und wo man vielleicht sein Geld auch nachher ausgibt, weil ja generell alles teurer geworden ist. Vor den Preissteigerungen ist auch die Gastronomie nicht gefeit. Wir versuchen, die Preise weiterzugeben, natürlich. Es lebt ja kein Unternehmer, es lebt kein Gastwirt, es lebt kein Bräuer vom Draufzahlen. Natürlich jammern die Kunden logischerweise. Und wir versuchen natürlich auch mit unseren Lieferanten zu reden, die Preise niedrig zu halten. Aber ja, wir können sie teilweise weitergeben, teilweise eben nicht. Irgendwann ist die Schmerzgrenze der Gäste erreicht. Auch Hoteliers spüren das, so wie die Wirtin des Brauereigasthofs Hotel Aing, Angela Inselkammer. Noch kommen die Gäste, doch hier wie anderswo gibt es keine Gewissheit mehr. Alle haben so ein bisschen eingezogenen Kopf und wissen nicht so richtig, wie geht's denn weiter. Weil du hörst schlechte Wirtschaftsdaten, du hörst, dass die Menschen Probleme haben. Steigende Kosten für Lebensmittel und Personal führen zu höheren Preisen in Gastronomie und Hotellerie. Um den Kreislauf zu durchbrechen, sieht die DEHOGA-Präsidentin nur eine Möglichkeit. 2 Belegungen machen mittags, 2 Belegungen abends. Dann können die Gäste halt nur noch 2 Stunden bleiben. Und sie haben praktisch mit der gleichen Besetzung in der Küche und mit dem gleichen Personal im Service, können sie einen höheren Umsatz machen. Funktionieren wird das allerdings nur, wenn das Restaurant gefragt ist. Für Hotellerie und Gastronomie bleibt es eine Gratwanderung, steigende Preise weiterzugeben. Denn wird das Bier zu teuer, trinken es die Gäste am Ende lieber doch daheim.